So, fangen wir doch mal an mit dem Verschleiß unserer Kette. Jetzt haben wir hier eine Kettenverschleißlehre. Da gehen wir direkt mal über und prüfen, ob diese Kette auch verschlissen ist. Diese wird ganz einfach hier hinten eingehangen und ganz locker drauf fallen gelassen. Sollte die Kettenverschleißlehre nicht ganz in eure Kette reinfallen, seid ihr euch sicher, dass da noch ein paar Kilometer mit zu fahren sind. Sollte die Kette aber ganz reinfallen, so wie hier, dann seid ihr euch sicher, dass die Kette verschlissen ist. Prüft die Kette immer an mehreren Stellen, nicht immer nur an einer Stelle. So, die Kette ist jetzt auf. Ziehen wir uns die vorsichtig vom Fahrrad ab. So, und weiter geht's mit der Montage der neuen Kette. Gibt es auch ein paar Sachen, wo ihr drauf achten müsst. So, das Wichtigste ist die richtige Kettenlänge. Ich habe die Kette einmal schon mal aufgelegt und durchs Schaltwerk gefädelt und gleichzeitig bin ich auch schon mit dem Schaltwerk aufs oberste Ritzel gegangen. Das erfüllt den Zweck, dass wir auf jeden Fall auch die maximale der Länge der Kette beachten. Denn da sollte diese nicht abreißen. Dazu nehmen wir die Kette und spannen die einmal vor und zwar mit maximaler Kraft, mit allem was geht. So, jetzt haben wir hier auf dem Schaltwerk die maximale Spannung erreicht, die wir mit Zug der Kette hinbekommen. Und um sicher zu gehen, dass die Kette uns im eingefederten Zustand nicht abreißt, lassen wir jetzt einmal kurz die Luft ab und testen das Ganze. Jetzt haben wir die Luft abgelassen und federn einmal ein. Und wir sehen direkt schon, weiter wie hier kommen wir nicht. Ich habe noch gut Federweg übrig, obwohl unser Schaltwerk hier schon auf Anschlag ist. Sprich, wenn wir jetzt komplett einfedern würden, die Kette würde definitiv reißen. So, jetzt wissen wir haben hier unten zu viel Spannung drauf gegeben. So, wir haben da jetzt ein, zwei Glieder zurückgelassen, federn noch einmal komplett ein, sehen, dass wir komplett eingefedert sind. Und wir haben hier unten immer noch ein kleines bisschen Reserve, sodass wir sicher gehen können, dass uns die Kette nicht abreißt, wenn wir komplett einfedern. Position ist auch gegeben, muss auch diese hier sein. Jetzt müssen wir nur noch hier losnieten. So, das überflüssige Stückchen Kette haben wir jetzt rausgenietet. Jetzt gilt es nur noch daran, das Kettenschloss einzusetzen, das neue. Bitte immer bei jeder Kette ein neues Kettenschloss verwenden, das gibt der Hersteller auch so vor. Und beim Kettenschloss einfach nur auf die Laufrichtung achten. So, dann haben wir jetzt die Kette auf die richtige Länge gebracht. Das Einzige, was wir jetzt noch zu tun haben, ist die Schaltung einzustellen. Dazu haben wir auch ein super cooles Video gemacht, das findet ihr da oben links in der Infokarte. Einfach mal reinschauen, da wird das dann alles haargenau erklärt. Und das war es dann auch schon von meiner Seite. Wünsche euch viel Spaß beim Radfahren. Wir sehen uns beim nächsten Autobericht bestimmt wieder.